Also ich habe kaum normale Pfeile. Ich habe 128. Da kann man sich ganz schnell machen. Wow! Ich hab welche gemacht. Also der spielt schon. Wow! Verteilt euch mal um den Stein hier rum. Ich glaube schon, dass sie ihn wegfindet. Ziel ist jetzt zurück, ey. Ja. Ich hab keine Umwart. Oh, die will ich haben. Wir sollten die von der Brücke aus machen. Die ist höher. Ja. Nur gucken wir da waren. Achso, von der Brücke. Das ist ja wie bei Herr der Ringe. Ich hab das falsche Tier. Ich wundere mich, dass das so langsam ist. Greta, du hast mein Tier genommen. Oh! Standen nebeneinander, wa? Ja. Bist du da? Bin ein Stück weiter gelaufen. Das Gute ist, dass hier ein Bett ist. Ey, aber die Krabbe, die wäre übelst krasser Basketballspieler. Also, wenn ihr auf der Brücke steht, dann kommt die da runter. Ja, stimmt. Das ist nicht gerade optimal. Ja, war auch meine Idee. Mach's ruhig, Martin. Ja, aber irgendeiner kann ja auf der Brücke stehen und ihr schießt da vorne von den... Oh, jetzt bin ich wieder in die Scheiße hier reingerannt. Ja, das wäre gut. Irgendwer steht auf der Brücke und triggert und... Könnt ihr schießen? Lebst du noch? Ja, ich brauche halt Aquapilze, aber ich überlebe das bestimmt. Gut zu wissen. Was macht die da? Springt die rückwärts? Macht die Wassergymnastik, oder? Wahrscheinlich. Macht den Mike Jack-Move. Ich wache jetzt bestimmt wieder mit Handschellen auf. Da bin ich. Wolltest du gerade? Danke. So, jetzt nicht wieder in die Scheiße reinrennen. Wobei, in Scheiße reinrennen ist ja okay. So witzig, ey, wie die hochspringen. Ich will unbedingt so ein Ding tamen. Ist bestimmt witzig, damit rumzuspringen. Denke ich. Hier gibt es übrigens auch, Biotoxin. Quallen. Ich glaube, die sind kaputt. Ich hab Tunnelblick. Jetzt hab ich Angst. Ist sie fast kaputt? Ich glaub nicht. Nee. Aber sie jumpt wieder zu uns. Nee, ich meinte die Armbrust. Geht mal wieder zurück, ein Stückchen. Nicht, dass du da hochspringst. Ach Quatsch. Wo ist denn die? Direkt unter dir. Ach, so ein Mäusemecken, ey. Das ist voll genial. Jetzt kommt sie wieder. Ah, hier gibt's Nemesis-Viecher. Wo? Hinter mir. Was? Da kommt eine gerade hoch. Hm. Wo ist denn... Mein Licht ist an. Sind wir in Gefahr? Wurden sie dir? Wo ist die gerade? Moment, ist das überhaupt noch nicht? Ich hab meinen Bulldog nicht dabei und deswegen ist die gespawnt. Oh, mein Passwort ist kaputt. Meine auch. Wo ist die? Die können, kann sein, dass sie sich wieder eingegraben hat. Ah. Warte, ich mach mal aus. Mach mal deinen Bulldog aus. Warte. V drücken. Oder, nee. Hier, bei mir ist er noch. Du musst ihn drücken, damit das ausgeht. Ah, hinter dir. Hinter mir ist ein. Ja. Nameless, ich hab einen. Warte, lass das tot. Oh, ich hab ihn nur ganz kurz gesehen. Da, warte. Da ist ein Toter nehmen. Brauch ich, André? Ja, gemacht. Die evolven auch. Das heißt, sie werden stärker oder was? Ja. Ich hab nämlich. Guck mal. Der übelste Schwanz. Krabbe hat sich festgepackt. Ja. Wie er vor mir langläuft mit dem Ding in der Hand. Bei der Brücke. Mein Crossbow ist Schrott. Meiner auch. Ah, da ist noch einer. Wo? Bei mir. Warte. Vielleicht ich sehe ihn. Warte, der Evolve vielleicht. Ja, dann killt er uns danach, oder was? Nee, der ist dann stärker, aber lass mal erstmal gucken, wie der aussieht. Der ist jetzt wieder in den Erdboden gegangen. Okay. Vielleicht, weil ich mein Licht an hab. Ja, ich hab mein Licht an. Nee. Du bist deins an. Mach das mal mit Emote. Mit Emote ist es besser.
aus. Kommt nicht. Meinst du? Da kommt er wieder, sobald es aus ist. Ah ne, wir wollten ja, dass die... Oh, jetzt kommen ganz viele. Zwei. Ganz viele. Zwei. Macht jemand das nicht wieder. Ja, da steht da hinten. Ich bin nur zu euch gerannt. Aber alles cool, so viel Damage meine ich auch nicht. Ja. Ich hab Metallpanzer. Gerade eben ist der evolved, aber ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Mich würde mal interessieren, ob die auch äußerlich sich da noch weiterentwickeln können. Ja, die machen auch äußerlich, entwickeln die sich. Okay. Oh, den Rhino-Bear, Mann. Komm. Ich glaube, die sind noch nicht mehr richtig angekratzt. Vielleicht muss ja das Licht an. Oh, ich glaub das nicht, nee, Mann! Ich glaub, der Schimmer hat irgendwas auf die auszuwirken, dass sie dann abhauen. Ich bin wieder in die Scheiße gerannt. Weg bist, ich. Ja, dann graben die sich instant wieder ein. Ich glaub, die ist gerade mal angekratzt. Ja, also ich... Von mir aus kann man gerne was anderes machen. Wings, da ist noch die Zip-Rein. Grüß mal, kannst du das Ding... Kannst auch ja, klar, das ist you, den kann man schon machen. Der ist ja gar nicht so teuer. Hm. Warum haben wir den noch nicht ausprobiert? Oh mein Gott, hier ist ein Rock Break. Was? Wo? Direkt hochlaufen, die erste natürliche Zipline hoch. Lass den tame. Auf geht's. Das ist ein 66er. Lass den tame. Oh, der wird bestimmt gehen. Kann man überhaupt zähmen? Ist das nicht vielleicht genauso wie bei den anderen Drachen, dass man Eier stehlen muss? Keine Ahnung. Ich kann euch gleich zeigen, was man, glaube ich, eventuell für die braucht. Das könnte ich mir guck vorstellen, ich meine, immer ein Drache. Da hinter im Gebüsch, der ist Camouflage. Oh ja, ich sehe ihn. An den nach oben gucken. Da läuft er. Jo, ganz leicht. Wo denn? Direkt ach, da, okay, ja, sieh dir, was denkst du denn, was man für die braucht, um die zu tamen? Ja, warte, ich muss dir mal ins Inventar. Ach, da. Nein. Wo bist du? Ganz lang. Ja. Level 66. Rechts am Berg oder oben? Oh, sieht der cool aus. Ja. Das hier. Ja. Ah, und das sind auch Hunde. Ach ne, Hunde. Freunde der Männer. Wir kommen auf uns zu. Er hat uns getriggert. Wir haben angesprochen. Wir sind wie echte Schweine. Ich bin 54. Komm auf okay, ja, so irgendeine Substanz und damit kannst du dann Rock Tracks racen. Vielleicht das? Ich weiß nicht. Aber Race klingt für mich das nicht so das, wie... Das, was er dir gegeben hat, ist, glaube ich, das Äquivalent zu Rivernmilch. Es kann auch sein, dass wir hier Eier finden. Ja, zum Heranziehen. Aber ich denke, man muss sein. Eier finden, oder? Wie kann bei normalen Drachen. Ja, ich vermute das fast auch. Vielleicht sind hier Camouflage-Eier irgendwo. Camouflage-Eier? Das finde ich gut. Ja, also ihr seid euch sicher, dass man die nicht durch Betäuben bekommen kann, oder was? Keine Ahnung. Das weiß keiner. Aber ja, weil dann können wir einfach mal drauf schießen. Wenn es schon sowas ähnliches gibt wie eine Wibbermilch, dann wird das schon so sein, dass man die selber aufziehen muss mit Eierstählen. Ja. Muss schon. Kannst du auch so, wenn du Frieden machen willst. Ja, da hängt. Soll ich mal drauf schießen? Ja, habt ihr alle Zeug noch irgendwie zum Betäuben? Ich hab 55 auch. Oben und 80 Pfeile. Na dann, ab geht's jetzt. Hab getroffen. Er kommt. Er versucht es zu. Du kannst ja mal mit der Lupe gucken, ob der Torper sich aufbaut. Die habe ich gerade. Ich glaube, die Lupe ist weg. Wir können es draußen probieren. Oh, Leute, was denn? Welches Level hat der? 66. Boah, der ist übelst schnell, oder? Wenn er will. Guck mal, was der macht. Ganz schnell ist. Wow! Alter! Ah, der Schaden geht, der macht nicht so viel Schaden. 37 nur. Alles klar, Alter. Ich bin dran. Oder? Oh nein. Will wegrennen, oder? Nee. Das sieht voll gut aus. Ja, richtig nice. Das ist ein Grab-Vieh. Passt auf, ne? Boah, ist das schön. Vorsicht, ja. Vorsicht. Vorsicht, bitte. Er hat ihn. Er hat meinen. Ist der 150? Nee, 50 noch. Okay. Das sind ja fies, die Viecher, ey. Ich glaube, der Drache liegt. Liegt der? Was? Echt? Ja, der liegt. Ja. Nein! Da sind die Böden auf dem Hund. Ja, rum. Aber den kann man nicht aim. Unconscious. Da steht sogar eine Ziffer drin. Hm. Ja, ich wette mit euch, hier ist ein Wir müssen irgendwo Eier sein, ey. Unconscious, nichts öffnen, hübscher Drache. Ja, aber er ist man hübsch. Man kann nicht drauf zugreifen. Aber vielleicht da, muss man anders aber guck mal, die klettern ja die Viecher, dann sind die Eier bestimmt irgendwo oben.
Ja, lass den mal töten. Der schaffte eben nicht. So ein schönes Wesen. Und tot! Hat irgendjemand. Warte, André, guck mal in deinem Inventar, hast du was bekommen? Boah, ich glaube, wenn die ein Crunch ist, dann sorgt da liegt aber noch eine Kiste. Da liegt die. Ja, da ist nichts drin. War doch auch bei den anderen so, wenn man die erst an Crunches gehauen hat. Ach so, stimmt. Dann haben die ja nicht mehr getroffen. Ey, sind bestimmt irgendwo Eier. Die Frage ist nur echt, ob die Camouflage sind. Das sind zwei Ankündigungen da oben auf dem Feld. Ja, die sehen voll witzig aus. Aber gut, dass wir das mal ausgeschlossen haben. Ja. Aber die Eier leuchten doch bestimmt auch. Ihr leuchtet alles. Also, die Eier müssten auffallen. Oder man muss sie irgendwie füttern oder so mit dem Zeugs. Heimlich. Kann auch sein. Eventuell. Muss man selbst Camouflage werden. Wahrscheinlich, ja. Aber guck mal, wie cool das aussieht, ey. Das ist mega geil. Ja. Oh, was ist das da? Bambiedel. Ich hab Pilger gefunden. Hä? Scheinhorn! Ach du, ich will das haben! Ist das süß? Food. Aber ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, Pilze, auch Pilze. Wer findet heraus, was er will? Ach, ich hab sie dir angeguckt. Ich hab trotzdem angeguckt. Boah, hier ist nichts, was man abbauen kann. Wo ist das hin? Was denn? Was denn? Was will der essen? Oh, es sieht aus wie eine Ziege. Oh, der ist das ist meine Ziege. Oh mein Gott. Put Taming Food in. Hast du noch braune Pilze? Mal gucken. Vielleicht Shining Pilze. Ach, die braunen Pilze, oder? Ja. Was hast du dem gegeben? Die braunen Pilze. Kannst du das auch auf die Schulter nehmen? Witzig. Bestimmt, ja, bestimmt. Auf die leichte Schulter. Ich würd's haben. Wir wollen das, glaube ich, gerade alle haben, oder? Ja. Scheint auch schon. Geil. Gib ihm Wasser. Vielleicht macht der ja irgendetwas, um die zu tellen. Das kann sein, ja. Ja. Das wird es in Theorien hier. Das ist einfach eingeschlossen von allen, okay. Die es haben wollen. Perfekt, ist gut. Oh, pick up. Oh, es war ein kleiner Poop von ihm. Nein, schließt. Oh mein Gott. Gleich hat er's. Schließ den Lauf Kreuz. Doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Du bist auch putzig. Alle drücken gerade eh, oder? Ja. Ja! Meins! Ich bin das Ziegenmeister! Okay. Lol, wie geil. Warte, bleib mal stehen! Okay. Ist doch nicht meins. Oh Mann. Oh, ah, der macht auch irgendwas für einen Shining-Effekt. Ja, stimmt. Warte, mach ich mal aus. Lol, wie geil. Oh Mann. Ja, stimmt. Ja, das wie geil der drauf bleibt. Hat das gerade gekackt? Oh, war das? Ja, ja. Wow. Wie süß! Hier darfst du auch. Wo ist mein Hundi? Der wird auch klein. Oh, das ist wirklich voll süß. Du musst deinen wegschmeißen, Bi. Warte mal, Warte. Oh, das ist süß. Das ist ein sehr schönes Ziel. Das geht gar nicht. Das ist total süß. Das ist mega geil. Hammer. Der passt sogar perfekt zu dir. Hm. Kann sich an meine lange Haare schmiegen. Es weihnachtet sehr, ey. Das ist ein echt schönes Bild. Also die Entwickler waren nicht so auf Drogen, Alter. Was ist das süß? Ich bin in Kalifornien. Ja, hier, Ryan. Gerade eben alle noch so, ja, yeah, Drache, wenn wir haben, wo sind die Eier? Oh, guck mal, voll schön. Den Drachen erstmal vergessen. Okay, aber da war die Expedition ja nicht umsonst gewesen. Wir bringen was. Ich hab noch einen gefunden. Was? Oh. Hier ist ein Dungbeetle, by the way. Das sieht übrigens geil aus, der Dungbeetle. Pass auf gegen Rockstrike, ne? Ich bin hier drüber. Ja, hat das aber. Ach du. Ist da auch noch einer? Ja. Ich such grad braune Pilze. Ich krieg so noch Schlangen überall. Ich lass eiskalt mein Bulbdog hier, ey. Oh. Ist er nicht übelst hoch, dein Bulbdog? Ja. Ah, hier ist auch eine! Oh. Ich will Schäfchen haben, ey. Schäfchen sind geiler. Ich hab ein Männchen. Oh, aber die kann man doch bestimmt auch züchten, oder? Oh Gott, die Babys müssen ja super süß aussehen. Die Babys, die... Also noch süßer ist das, ja? Meinst ja. Oh nein, da ist ein böses Vieh, da greift das bestimmt das an. Bleib da so! Lass das töten. Oder? Hier. Oh ja, das ist ein mega Lusauber. Alter! Ganz schön brutal.
Du bist so ein Pilz. Hey! Meine Radbleibe ist frei. Ich habe Attack mein Target gemacht. Scheinhorn. Die heißen Scheinhorn. Geile. Ich find's gut, dass man von hier aus unten wieder hochkommt. Ja. Da ist ein riesen Baum, seht ihr das? Da oben. Das sieht aus wie eine Ecomod. Stimmt, ja, ist irgendwie. Oder ein Wurzelberg, aber es sieht aus wie. Ah, wie das mit dem Schwänchen wackelt, ne? Wenn. Ganz schön großer Kack kaufen. Yay, getamed. Da unten liegt ein Iguanodon ankanscht. Iguanodon. Iguanodon. Hey, ich muss euch was nach zeigen. Da oben. Ich glaube, da oben kann man reinlaufen. Da, wo der Baum ist. Was? Echt? Juhu, ich habe auch eins. Hey. Ach, ich dachte, er hat einen Shiny. Mann, dieses Geräusch. Bist du süß. Schade, dass man nicht einen Bulldog und so ein Vieh drauf machen kann, das wäre toll. Wie er mich mit Rhindog beschmeißt. Wir müssen die kreuzen. Bulldog mit so einem shiny Vieh. Ja, guck mal, wie der hüpft. Die Schöne und das Biest. Guck mal, Beam, siehst du das da hinten? Da, wo ich gerade hingucke, da oben. Da, wo der Baum ist. Ich komm beinahe den Weg hoch, ich steck fest. Da oben, wo der Baum ist. Welchen Weg? Da kann man doch bestimmt auch rein, vielleicht kann man da auch bauen. Was kann ich Wollen wir schauen? Da mal hinmachen? Das sieht halt relativ schräg aus, irgendwie, finde ich. Wo bist denn die Bugs? Übrigens, ach, die funktionieren genauso wie Bulldogs. Ja. Die haben auch Charge. Sehr cool. Da vorne war so eine Ecke mit diesem Gefrierzeug und haben mich genau reingeschubst. Wie fies. Das ist ein Megalosaurus da oben. Warte mal, ich muss mal Charge anmachen bei dem. So leuchten. Wow, ist das hell! Habt ihr das schon mal angemacht? Nee. Macht mal an! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Sind noch besser oder was? Ja, die leuchten übers Gras. Wo seid ihr? Ihr müsst die mal anmachen. Den Berg hoch. Die sind übers hell. Danke. Ah ja. Ich finde, da oben sieht es doch ziemlich so aus, als würde man da als Drache gut leben können, oder? Ja. Da ist noch einer, 132. Ich kann bauen, ich glaube. Oh, 132. Das ist bestimmt ein Nest oben. Nein. Dein Bett? Ja, ich bin da unten gestorben. Ich habe da die Pflanzen, haben mich. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein Nest ist. Könnt ihr da ein Bett hinbauen? Also, wenn es ein Nest da gibt, dann da irgendwie bestimmt. Also man bestimmt mit Zipfeln. Macht schon wer ein Bett oder soll ich eins machen? Soll ich mich mal versuchen, da anzuschleichen? Wir können es ja mal probieren. Wo denn? Na, an so einem Rock-Track. Muss ja eh bloß gucken, ob es geht, ne? Ich hätte ja gesagt, wir gehen alle bis zum Fuß von dem. Hätte ich auch gesagt. Ihr könnt da zum Fuß kommen, wenn ihr wollt. Okay. Möchte aber hier mal das Mutschatscha mitnehmen. Und das kleine. Werden die nicht gefressen, wenn die hier stehen bleiben? Ich bleib ja hier. Na gut. Na gut. Pass auf die, auf den Boden auf. Hier sind ganz viele von den blauen Dingen. Auf die, wie haben wir die vorhin genannt? Pocken. Pocken, auf die Pocken. Pocken. Ich finde Pocken echt gut, weil das klingt gleich eklig. Ja. Also da oben ist bei mir einer direkt. Ich check mal gerade, ob hier irgendwo Eier liegen. Ist doch alles gut. Nee, nicht weiter. Ich bin da, da oben vielleicht. Hey. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn es Eier gibt von denen, dass die leuchten würden. Irgendwie, würde ich davon ausgehen. Vielleicht sind Bäumen da drin. Ja, deswegen, ich renne ja gerade den Bäumen hier rum. Bist du reingekommen? Hm? Mit der Kletterausrüstung. Ja. Auch nicht schlecht. Oben ist einer. Zurück. Oh, shit. Mein Leucht, die ist. Da oben könnten auch welche sein. Alter. Wir fahren jetzt bestimmt gleich rum, ne? CDF geht wieder hoch, ne?
Jo, ist okay. Sie sehe ich gerade nichts leuchten. Wird das beeinflusst zufällig von View Distance? Ich mach das mal auf episch eben. Was sehe ich jetzt mehr? Ich weiß gerade gar nicht, wo ihr seid. Ach, da oben seid ihr, ne? Bin gar nicht gestorben. Huhu. So, ich hab Hunger. Da unten läuft einer. Es wird richtig dunkel gerade. Ja. Ich versuche jetzt mal, mich an einem Rand zu pirschen. Viel Erfolg. Hey. Okay, hat mich instant angegriffen. Ging jetzt aber schnell. Ja, ich glaube, das mit den Pirschen, das, nee. Ich denke mal, also entweder, oder man muss sich mit irgendeiner Scheiße einreiben. Das kann auch sein. Scheiße. Oder, wie gesagt, Scheiße. Es gibt Eier. Ah, ja. Und so mal an die Zuschauer, wir gucken jetzt bewusst nicht nach oder so. Auch wenn es bestimmt wir alle in die Kommentare schreiben, wie das geht und so. Wir wollen das ja selber rausfinden. Das ist ja so ein bisschen der Reiz auch gerade an der Sache.